nicht. Das müssen wir doch mal schnell ändern. Und da ist er ja. Noch nicht, aber jetzt. Wir starten ein neues Spiel. Nochmal mittlere Schwierigkeit gerade. Willkommen zu Genies Train Trip. Ein Spiel, in dem es darum geht, eigentlich also ein bisschen China zu erkunden, irgendwie so ein bisschen im Zug zu verweilen, Zug zu fahren, aber auch in der Stadt herumzulaufen. Und als ich das Spiel gesehen habe, dann dachte ich mir so, okay, das kannst du doch mal spielen, ja? Why not? Why not? Ja, da sitzen wir nun und testen einfach mal dieses wunderschöne Spiel aus. Ich höre nur was auf meinem rechten Ohr. Holen Sie zum Bahnhof Peking. Finden Sie ein Zugticket. Ich würde gerne das Spiel mal ein bisschen leiser stellen, aber irgendwie geht das nicht. Ich meine, guckt mal. Was soll das? Warum kann ich nicht leiser stellen? Das verstehe ich nicht. Ich kann nur die Qualität ändern. Aber irgendwie. Ich verstehe nicht, warum er das nicht annimmt. Ich könnte jetzt nur hier bei OBS mal gucken. Dann könnte ich das Spiel überall den Lautstärkepegel mal ein bisschen leiser stellen. Ja. Das würde dann wahrscheinlich gehen. Sättigung. Natürlich chinesischen ist Yuan, aber die Übersetzung ist halt nicht die geilste. So. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo ein Ticket kaufen können. Ich laufe jetzt einfach mal der Straße entlang. Oh, ich will mich irgendwie zurücklehnen, aber wenn ich mich komplett zurückgelehnt habe, ich bin so weit weg vom Computer. Das ist ein bisschen kacke. Ich will mich einfach immer zurücklehnen und entspannen, aber das klappt irgendwie nicht. Oh, guck mal, ein Greifer am Automat. Nice. Komplett leer. Ah, die leuchten so schön. Schön leuchtende Automaten. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zum Bahnhof kommen, weil ich denke mal, dort kann ich mir dann Tickets kaufen. Ach, guck mal, sieht doch schon. Ich glaube, da sind wir ganz richtig. Oh, guck mal, die bewegen sich ja sogar. Guck mal, da fährt ein Zug. Wie geil. Da fährt einfach ein Zug. Und da kommt auch einer. Warum ist das Bahnhofsgelände bitte so hoch? Ich laufe mal da hinten zum Bahnhof, weil ich denke mal, da werde ich ein Ticket kaufen können. Sättigung. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwas zu essen dann nochmal holen oder finden. Okay. Sitzt da jemand? Da sitzt tatsächlich jemand. Ums halb, 12:23 Uhr. Ich finde immer die beklopptesten Games irgendwie, aber ich bin da ganz stolz drauf. Soll ich mir mal was zu essen holen? Ein Brot vielleicht? Kann ich das Brot essen? Wo kann ich denn das Brot essen? Gibt es hier eine Steuerungshilfe? Smartphone anzeigen auf T. Benutzen Inventar auf I.
Hä? Wo ist mein Boot hin? Wo ist mein Boot hin? Wo war Handy nochmal? Auf T. Was denn da? Ich will mein Geld nicht wegschmeißen. Hallo? Wie komme ich denn hier wieder aus diesem Menü raus? Stornierung. Ja. I. Wo war nochmal das Smartphone? Ich vergesse es mal wieder auf T, ne? Ne, wo war nochmal das Smartphone? Auf T. Ich hab wohl doch kein Smartphone. Ich hole mir jetzt einfach mal eine Pizza. Ich hole mir jetzt mal zwei Pizzen. Okay, die Sättigung steigt. Warum steigt denn jetzt die Sättigung bitte? Kann ich hier Tickets kaufen? Theaterkasse? Ticket. Ah ja, guck mal. Ah, okay. Wir müssen Yingsu Beijing, ne? Müssen wir doch hin, ne? Warte. Ja, ich glaube schon, dass das richtig war. Yingsu. Ja. Gut, dass ich noch ein bisschen Geld über habe. Ah, okay. Sehr schön. Ticket habe ich, ja. Ticket haben wir, Leute, ne? Genau. Ja, aber wo sehe ich ihn, wie ich in die Stadt komme? Ich vermute mal. Steht das hier irgendwo ausgeschildert vielleicht? Ich meine, höchstwahrscheinlich geht es hier in die Stadt. Weil hier sind mehr Häuser. Ich glaube, da geht's vielleicht nicht so direkt in die Stadt. Ich werde jetzt mal auf den nächsten Zug warten, der mich dann hoffentlich in die Stadt fährt. Und wir haben ein Ticket. Wir sind also kein Schwarzfahrer. Wir fahren hier ganz, ganz regulär, Leute. Kommt da gerade noch ein Zug angefahren oder bleibt der stehen? Warte, was steht da drauf? Yingsu. Das ist doch richtig. Da muss ich rein, Leute. Da muss ich rein. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht daher. Halt! Warum ist das denn alles so hoch? Mach die Türen auf! Was war. Ich hab doch ein Ticket, oder? Warum öffnen sich die Türen so dämlich? Warum ist dieser Text nicht übersetzt? Warum komme ich da so ultra kacke die Tür hoch? Guck dir mal diesen Mann da an. Guck dir mal diesen Mann an, der da sitzt. Nee, das ist falsch. Okay, ich muss. Warte mal. Was habe ich denn nochmal für ein Ticket? Yingsu nach Beijing. Es ist doch der andere Zug. Der hier ist es. Leute, der ist es. Und jetzt muss ich irgendwie rüberlaufen. Der wird wahrscheinlich richtig sein, denke ich mal.
Ist das der richtige Zug, Leute? Wird es der sein? Link zu. Das ist auch nicht der richtige, wa? Ist das auch der falsche? Warum kommt man hier bitte so beknackt an diese Türen dran? Das scheint aber auch der falsche zu sein. Ja, das ist ein Frachter. Also der wird mich ja wohl nicht in die Stadt bringen. Liu Zhu. Und ich habe Liu Zhu zu Beijing. Beijing, öffne den Zugticket nach hier zu in der Stadt. Moment mal. Habe ich jetzt das falsche Ticket gekauft? Ich muss gerade nochmal gucken. Aber wir müssen in die Stadt und wir sind die zu. Oh nein, ich habe doch das falsche gekauft. Leck mich doch. Oh, ich habe das falsche gekauft. Ach Mann. Ich habe das falsche Ticket gekauft. Ich habe das falsche Ticket gekauft. Ich müsste generell mal vorgucken, welche für was für ein Bahnhof ich bitte bin. Es gibt nur den Einzug wohl, aber ich habe das falsche Ticket gekauft. Wie kriegt man hier überhaupt bitte Geld? Ich meine, du kannst ja schlecht irgendwie arbeiten gehen, oder nicht? Naja, wie dem auch sei. Wir versuchen es noch einmal. Diesmal hoffentlich mit dem. Ja. Mit dem richtigen Ticket. Pizza und ein Ticket holen und dann geht das schon ab. Alter, was geht denn da ab? Was ist denn das? Die Lichter. Jetzt holen wir uns mal das richtige Ticket. Es gibt wirklich alle Art von Games, ne? Wirklich alle Art von Games. Es gibt hier einfach. Ich meine, es gibt ja zigtausend Simulationsspiele. Aber ein chinesischer Zugsimulator. Boah, das ist ja unfassbar. Dass es sowas gibt. So, und ich vermute mal, wir müssen wirklich nach rechts rumfahren. Und nicht nach links, weil. Ich denke, so kommen wir nur aus der Stadt wieder raus. Ich glaube nicht, dass das das Ziel des Games ist. Also um uns eine Pizza und dann gleich noch ein Ticket. Ticket, 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 Ticket. Ich bin ja mal gespannt. Zumindest ist es einigermaßen deutsch. Man kann ein bisschen was verstehen. Das ist doch schon mal ganz cool eigentlich. Matoschka, Alter. Wo ist die denn bitte da? Okay, wir müssen hier hin. Gut. Jetzt können wir weitermachen, Leute. Bin ja mal gespannt auf die Zugfahrt. Wie authentisch oder auch nicht authentisch sie sein wird. Zug fährt ein. Guck mal, hier ist eine Frau mit ihrem Reisegepäck. Und wir steigen gleich mal ein, wenn der Zug gehalten hat.
das hier russisch? Ist das ein russisches Game? Oder ist das chinesisch? Ah, ich muss E drücken. Ich darf rein, Leute. Ich kann rein. Ich kann rein, Leute. Ich kann rein. Oder nicht? Warum springt ihr denn so beknackt? Hallo? Ist das so schwer, in den beschissenen Zug reinzugehen? Oder reinzuspringen? Hallo? Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Ja, komm, lass mich doch mal rein. Wieso muss ich denn in den Zug reinspringen? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich es geschafft. Wie beknackt ist das denn bitte? Okay, wir sind drin. Ich esse erst meine Pizza. Bisschen zu Kräften kommen. Tja, dann setze ich mich mal irgendwo hin, wa? Ich hoffe, wir sind jetzt im richtigen Zug. Ich bin mal gespannt, wie der von innen ausschaut, der Zug. Ich habe noch nie den chinesischen Zug gesehen. Oh ja. Schlaf. Ist das. Nee, das ist Gepäck, ne? Ist das hier Gepäck? Oder kann man hier schlafen? Das sind Betten. Wo bin ich denn hier angekommen? Ist das weit? Ist das. Waren wir jetzt. Wie lange fahren wir denn? Was hat Svetlana bitte an? Alter, was hat die an? Was hat die denn an? Was ist das denn? Warum sind deine Klamotten zerrissen? Ich meine, am Arsch! Junge! Also ich meine jetzt hier so ripped am hier am wie sagt man? Am Bein so hier so bisschen zerrissen ist ja okay, ja. Aber am Arsch? Oder generell hier. Warum ist das alles so zerrissen? Das sieht aus. Das, mein Lieber, ist Shinies Train Simulator. Warum höre ich nichts mehr? Warum höre ich vom Spiel nichts mehr? Ist das normal? Hallo? Junge, was hat die da an? Ach doch, ich höre noch was. Ganz leise. Die unterhalten sich. Junge, was haben die für Klamotten an? Junge. Alter, was haben die für Klamotten an? Oh. Für die heiße Nacht. Kippenstummeln. Ich würde gerne in ein Abteil gehen. Oh, das Klo. In dem man vielleicht normal sitzen kann und nicht unbedingt schlafen. Mal rausgucken. Also es ist schon cool gemacht, jetzt hier mit der Fahrt. An sich halt. Ich weiß nicht, wie lange wir fahren oder wie weit das entfernt ist, aber ich gucke mich mal ein bisschen um hier. Okay, es sind tatsächlich auch wieder hier so Schlaf-Sitz-Sachen halt. Kann ich mich unterhalten mit der Dame? Ah ja. Hallo, es ist langweilig hier. Am dritten Reisetag im Zug Moskau was drehte ein Luxemburger durch? Großmutter konnte im Zug nicht schlafen und die Nachbarn im Abteil wachten in Stricksocken und mit Mützen auf. Die Fahrgäste des Zug Moskau
Odessa merkten, ich will nicht nach Moskau fahren. Im Zugabteil, man wird zu lange schweigen, vor allem hier bin ich hier schüchtern. Sie lacht nur, die Alte. Svetlana lacht nur. Die Dings scheint aber. Wir sind denn immer dieselben Leute drin? Die Fahrt scheint aber relativ lang zu sein. Okay, hier ist Ende. Wir können mal ein bisschen nach draußen gucken. Okay, wir. Okay. Ich gehe nochmal in die andere Richtung. Es ist einfach, die unterhalten sich russisch. Alles hier ist russisch und es ist einfach ein chinesischer Zugsimulator. Wie verrückt ist das eigentlich, bitte? Das ist ja komplett abstrus. Jetzt kann ich mir hier so ein bisschen die Zeit totschlagen, wa? Bis wir denn mal da sind. Dieses Spiel ist ziemlich komisch. Eine Quietschente. Es sind immer dieselben Leute. Es sind wirklich immer dieselben Leute hier. Kann ich mich auch irgendwie schlafen legen? Oh, ein anderer Zug fährt uns an uns vorbei. Ich sehe die Stadt. Leute, ich sehe die Stadt. Okay, wir sind anscheinend bald da. Oder wir sind gleich da. Ja, wir nähern uns. Ja, ich glaube, wir sind gleich da. Ich glaube, wir sind gleich da. Oder? Hm. Wie weit kann ich denn jetzt noch nach vorne gehen? Okay, das ist hier ist ja wahrscheinlich der Zugführer. Ich guck mal ein bisschen nach draußen. Mal ein bisschen frische Luft schnappen. Wobei, hier sieht man nicht so viel. Ich stelle mich mal hier so hin, irgendwie. Nee. Kann ich mich irgendwie setzen? Ach ja, kann ich. Aber ich würde gerne nach vorne sitzen. Warte mal. Ich setze mich mal hin, wo es frei ist. Hier ist jemand, hier ist jemand. Hier schläft auch jemand, hier schläft auch jemand. Ich hätte gerne Platz für mich irgendwie alleine. Aber ich kann mich ja mit der netten Dame unterhalten. Das sieht aus, Alter. Was haben die. Entwickler, was? Warum haben die so komische Klamotten an? Kann ich mich wenigstens mit unterhalten? Hä? 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 What the fuck? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Hä? Hä? Was ist jetzt passiert? Ach nö. Ich hab mich gespeichert. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Was ist denn das für ein Müll? Oh. Bei Gewitterfahren ist, denke ich, immer auch ziemlich geil, oder? Gewitter, Regen.
Komm, wir spielen jetzt mal bei Gewitter. Ich bin ja generell immer so, ich finde einfach Gewitter so mega entspannend. Gucken wir uns das jetzt einfach nochmal an. Das Spiel ist ziemlich komisch. Okay, es regnet. Mal schauen. Ich werde mich jetzt einfach irgendwo reinsetzen in den Zug und werde einfach warten, bis wir da sind. Ja, keine Ahnung. Ich würde mir ganz gerne auch noch die anderen Städte so ein bisschen angucken, aber das dauert ein bisschen, bis ich dort bin. Ich weiß jetzt doch gar nicht, ob ich richtig gewesen bin. Ja, ob ich in den richtigen Zug gestiegen bin. Ich meine, du hast die Möglichkeit, aber ist das Schnee eigentlich hier? Sieht aus wie Schnee. Wo ich eigentlich nur das Thunderstorm eingestellt habe. Ja, wo geht's jetzt in die Stadt? Links oder rechts? Das ist schwierig, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich nur rechts herum. Ja gut, man kann sich halt ein bisschen mit den Leuten unterhalten, ne? Aber will ich das? Will ich mich mit den Leuten unterhalten? Ich weiß ja nicht. Wie spät haben wir es eigentlich mittlerweile? Gleich 1 Uhr morgens. Warum liegt hier fucking Schnee? Ich habe Thunderstorm eingestellt, nicht Snowstorm. Yozu nach Jingxiu. Ja, okay, das ist der richtige Zug. Das ist der richtige Zug. Wir fahren jetzt einfach bei einem Schneesturm. Ich glaube, die ist die Beschreibung irgendwie ein bisschen komisch dann. Von dem, was es sein soll. Ach nee, jetzt kommt die Scheiße schon wieder. Ach, diesmal ging's aber. Okay, wir setzen uns mal irgendwo vorne hin. Hier so. Und machen es uns einfach mal gemütlich und gucken dem Schnee beim Schneien zu. Kann ich auch das Fenster irgendwie aufmachen? Kann ich mich irgendwie zu der Dame hier setzen? Kann ich mit dir reden, Olga? Was? Haben Sie meinen Mann gesehen? In einer weißen Jacke, blond? Er sitzt auf dem Seitensitz, trinkt mit einem Kumpel. Danke, ich rede jetzt mit ihm. Hä? Woher weiß ich, dass er mit seinem Kumpel redet und das ist so sinnlos alles? Kann ich mich zu dir gesellen? Ich würde aber ganz gerne irgendwie, ich hätte gerne einen gemütlicheren Platz. Ich würde auch gerne ein bisschen rausgucken. Den möchte ich nicht unbedingt beim Schlafen zusehen. Kann ich mich irgendwie zu euch setzen? Boah, nee. Das Gesabbel kann ich mir nicht antun, Leute.
Ich will einen schönen Sitz am Fenster haben, ohne jegliche Störung. Und ich will auch gerne mal einen guten Ausblick haben. Alter, ich will mich nicht auf dieses Ranzkissen setzen. Warum sind hier überall diese komischen Kissen, bitte? Egal, wir setzen uns jetzt mal hier hin und genießen einfach mal ein bisschen die Fahrt und den Ausblick und ja, mal schauen. Ich mache jetzt einfach mal nichts und wir gucken einfach mal und lassen das Spiel auf uns wirken und vor allen Dingen, also wir fahren jetzt zum, wir haben es hier 12:42 Uhr, mal gucken, wie lange die Fahrt dauert zur nächsten Stadt. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele Minuten wir jetzt hier im Zug hocken. Ja, tja. Was soll ich machen, Leute? Wir sitzen im Zug und wir sitzen im Zug und keine Ahnung. Wir sind so weit gewesen, vor allen Dingen, und dann habe ich diesen komischen Bug gehabt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ärgerlich. Okay, jetzt sind wir offiziell nicht mehr in der Stadt. Holen Sie sich zum Bahnhof Peking. Also Ziel ist es wahrscheinlich, in diesem Spiel nach Peking zu reisen. Denke ich mal. Dafür müssen wir erstmal nach Jingzhou. Und da fahren wir ja jetzt hin. Mal gucken. Mal gucken, wie lange die Fahrt dauert. Können wir uns dann wenigstens mal ein bisschen die schönen Texturen angucken, die der Entwickler hier hingepflanzt hat. Ist halt karge Landschaft, ne? Gut. Was willst du auch anderes erwarten? Wir fahren jetzt Zug und gucken uns jetzt halt die wilde Landschaft an. Ich würde auch echt mal interessieren, wie umfangreich dieses Spiel ist. Ich meine, es nimmt sich wahrscheinlich auch nicht selber irgendwie zu ernst. Ja, es ist halt ein Simulationsspiel von Russen. Die haben ja generell einen sehr netten Humor. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, hier sehe ich mal ein bisschen was von Richtung China halt irgendwie. Vielleicht irgendwas nachgebaut oder so ein paar nette Gebäude, die man sich begutachten kann. Oder generell hier. Ja, die chinesische Natur, aber im Endeffekt. Ja, Naja, wir haben ja noch nicht alles gesehen. Ja, im Moment sehen wir halt nicht viel. Wir sehen hier zugeschneite Landschaft. Und es schneit. Stille. Du hörst nur ganz, ganz leise. Ja, das Zuggeräusch. Das ist so ein bisschen ASMR. Ich entspanne jetzt einfach mal so lange und halte mal meine Schnauze, wie wir jetzt dann am Bahnhof angekommen sind. Werde ich hier selber mal jetzt mal kurz ein bisschen entspannen. Genießt die Zugfahrt, Leute. Herrlich. Entspannend. Einfach mal die Seele baumeln lassen und Zug fahren. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal in China unterwegs sein. Und einfach, was ist denn das? Ach, das ist jetzt hier die erste Stadt. Die hat man ja vorhin auch gesehen. Okay. Aber an der fahren wir ja vorbei. Die Chunks laden erstmal ein bisschen.
Der hält auch nicht an, also ich kann hier nicht aussteigen. Aber nett, nett anzusehen. Wirkt für mich jetzt aber nicht so nach China irgendwie. Sieht aus wie das andere Spiel halt auch. Wir entspannen mal weiter. Ach ja. Ich könnte Ghostwire Tokyo zocken. Ich könnte irgendwas Geiles zocken. Meine Zeit mit irgendeiner Serie totschlagen oder irgendwas aufräumen oder generell ein bisschen spazieren gehen oder was weiß ich nicht alles. Oder einfach nur schlafen. Und nein, ich möchte hier chinesischen Train Simulator zocken. Ich hätte jedes andere Spiel spielen können. Habe mich aber für dieses Spiel entschieden. Ich finde den Zug auch irgendwie komisch. Ich meine, der ist ja wirklich nur daran ausgestattet, dann irgendwie zu schlafen. Ist das in China normal, dass es da so Züge gibt, wo du überall pennen kannst, irgendwie? Glaube ich nicht, aber... Ich will ans Ziel kommen. Ich möchte Yingxu sehen. Und ich denke mal, wir sind bald da. Ich denke, länger wie eine Viertelstunde hat der das nicht einprogrammiert. Der muss ja ständig die Copy und Paste Bäume machen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das über eine halbe Stunde lang macht. Bin ja mal gespannt, wie die nächste Stadt ausschaut. Daniel, ich weiß, dass du mich beobachtest. Und ich entspanne jetzt weiter, also nerv mich nicht. Ich glaube, ich werde, wenn ich es auf YouTube veröffentliche, werde ich auch so ein Thumbnail machen, wie ich einfach chille und schlafe und ein Passagier bin. Aber ich glaube, wir sind da. Ja, wir sind da. Wir sind Bahnhof. Sind wir da? Ich konnte jetzt gerade nicht sehen, wo wir gewesen sind. Ich konnte jetzt das Schild gerade nicht erkennen. Aber sind wir da? Ich habe kein Geld mehr, um ein anderes Ticket zu kaufen. Aber der Zug wird langsamer. Ich glaube, wir sind da. Was steht da? Ich erkenne es nicht. Ich kann kein Chinesisch. Oh, bald hätte das. Ich dachte wieder, das backt hier wieder rum. Sind wir da? Sind wir da, Leute? Sind wir da? Das sieht nicht danach aus, als wären wir... Yingxu. Doch, doch, das ist richtig. Diese Reisfelder-Farmer. Ja, wir sind da, aber... Nee, in die Stadt muss ich! Ich muss in die Stadt! Ich muss in die Stadt, das ist doch nicht die Stadt! Lass mich hier wieder rein, bitte. Ich muss in die Stadt. Diese Sprunganimation, Mann! Diese Tür macht mich noch platt! Oh. Schön. Auch wie verschneit es ist. Das ist ja wunderbar, Mensch. Draußen ist es kalt. Und im Zug ist es schön muckelig.
Und beinahe hätte ich den Fehler gemacht und wäre hier einfach ausgestiegen. Im Nichts. Ich meine, da wäre irgendwann mal ein Zug nachgekommen. Ich hätte mir was zu essen holen können, ne? Ich hätte mir da draußen einen Snack holen können, oder? Sieht aus, als hätte er irgendeinen gebrochenen Arm. Ich denke, wir fahren gleich weiter. Ich muss auf mein Sättigungsgefühl achten. Ja, nee, wir fahren weiter. Hätte es da eine Möglichkeit gegeben? Nee. Doch. Doch, wir fahren weiter. Gäbe es da irgendwelche Automaten? Ich weiß es nicht. Ich setze mich jetzt nochmal hin. Ist das Blut? Okay. Naja, gut, dann denke ich mal, sind wir hoffentlich ab der nächsten Station in der Stadt. Ja. Kann irgendwer von euch mal googeln? Guck mal nach rechts. Kann irgendwer von euch mal googeln, wie lange man von wartet mal, ich muss mal kurz aufstehen. Wie lange man von Liuzhu nach Jingzhou braucht? Wie viele Stunden das sind? Weil wir haben es jetzt. Ich bin wohl schon seit 2 Stunden unterwegs. Oder 1,5. 14 Uhr haben wir es jetzt in-game und ich entspanne mal weiter. Ich spiele dieses wunderbare Game jetzt schon 42 Minuten. Entspanne mit dem Schnakenhals. Na, ich könnte selber googeln. Warte mal, wie hieß das? Soll man das mit der Deutschen Bahn-App? Nee, ne? Nee. Wie hieß denn der Ort nochmal? Muss ich nochmal aufstehen? Liuzhu nach Jingzhou. Nein, nie im Leben. Warte, Zug? Also Auto? Warte, nee, nie im Leben. Was? Also ich kann nicht googeln, wie lange eine Zugfahrt braucht. Also ich sag mal so. Wir haben hier eine Flugzeit von. Das sieht man wahrscheinlich gar nicht. 11 Stunden? 11 Stunden und mit dem Auto fährst du 26 Stunden. Das sind 2500 Kilometer. The fuck? Trip.com, ich suche einfach mal. Junge, also wenn das 11 Stunden alleine schon Zugfahrt sind. Dann will ich gar nicht wissen, wie lange ich einfach jetzt hier drin hocke und sitze. 26 Stunden.
Kann ich mich schlafen legen vielleicht? Tja. Tja, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir fahren jetzt über einen Tag. Also wahrscheinlich kommen wir an, wenn wir um 12 losgefahren sind, sind wir circa um 14 Uhr nächsten Tag da. Wenn der Entwickler das so gemacht hat wie im echten Leben. Hohoho, 11 Stunden Flug, Alter, es ist voll heftig. Ja, China ist groß, ich weiß das schon, aber das denkt man halt immer gar nicht so. Alter. Okay. Ja, mal gucken. Ich dachte jetzt, das sind vielleicht irgendwie... das sind schon zwei große Städte, ne? Ja, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, vielleicht irgendwie eine Stunde oder sowas, wenn überhaupt. Oder 2 Stunden, oder... Naja. Mal gucken, ob ich recht behalte mit dem, dass wir jetzt hier irgendwie 25, 26 Stunden fahren. Rein theoretisch müssten das ja dann... Ja. Aber laut der Zeit da oben, das sind... Also eine Sekunde ist nicht gleich bei denen eine Minute, sondern du kannst sagen, 10 Sekunden sind eine Minute im Spiel. Das heißt, rechnen wir mal, wie lange wir da unterwegs sind. Öffne Rechner. Muss ich überlegen. Ja, was weiß ich. In über 10 Minuten haben wir dann eine Stunde oder sowas geschafft, keine Ahnung. Dann kannst du es dir ausrechnen. Dann hocke ich hier. Sofern das Spiel nicht wieder irgendwie ich irgendwo drin stacke oder irgendwie sowas. Zwei Stunden streame ich dann oder so? Und bin dann in der Stadt angekommen? Ernsthaft? Ich meine, so lange wollte ich nicht machen, aber mich würde es ja schon interessieren, wie die andere Stadt dann ausschaut. Alter, da kann man irgendwie vielleicht die Zeit überspringen oder so. Ich guck mal kurz. Controls. Tja. Ich bin mal gespannt, was man noch so sehen kann im Spiel. Keine Ahnung. Okay, wir sehen schon mal wieder ein Gebäude. Ein paar Hochhäuser. Könnte das die Stadt sein? Das sieht aus, als wäre das komplett kaputt. Die Textur. Ja, ich weiß es nicht. Könnte sein. Es könnte gut möglich sein, weil das scheint mir ja doch irgendwie doch ein relativ großer Bahnhof zu sein. Mal schauen.
diese Frau neben mir, ne? Jetzt sag mir nicht, wir sind einmal im Kreis gefahren. Glaube ich aber nicht. Mal gucken. Wir sind einmal im Kreis gefahren. Hä? Ja, oder ich hätte echt zwischenstoppen müssen, vielleicht. Vielleicht hätte ich... Vielleicht hätte ich auch einfach bei dieser kleinen Zwischenstation, vielleicht hätte ich da aussteigen sollen und mit einem anderen Zug weiterfahren müssen. Keine Ahnung. Voller Reinfall. Tja, dann fahren wir nochmal. Warum sind wir einmal im Kreis gefahren? Das ist ja doof. Tja, dann steigen wir da mal aus, würde ich mal sagen, wa? Ich lese ja auch, im Moment lese ich ja auch China im Überblick. Nee, China im Ausblick. Ich habe das Magazin jetzt gerade nicht hier. Aber das macht total unfassbar viel Spaß, das zu lesen, weil da es nicht immer nur ums Militär geht oder um die Politik, sondern um die alltäglichsten Sachen halt, um verschiedenste Themen. Generell ums Kulturelle, das finde ich wesentlich angenehmer und schöner. So, China-Urlaub wäre auch mal cool, ne? Mein Cousin. Der hat zum Beispiel eine chinesische Frau und ich weiß nicht, ob der im Moment noch in China lebt, aber das ist total cool irgendwie. Mal gucken. Wenn ich da aussteige im Nichts, muss ich gucken, ob da noch ein anderer Zug halt abfährt. Ich meine, irgendwo... Guck mal, da vorne bewegt sich der Zug. Das ist ja auch ein schönes Detail. Irgendwo muss ich ja nach Peking kommen. Ich meine, so groß ist die Welt ja nicht. Haben wir ja jetzt mittlerweile mitbekommen.
Mal schauen. Das ist halt echt ein ziemlich komisches Spiel. Es gibt nur eine Handvoll Simulationsgames, die ganz cool sind. Zum Beispiel die neuen Bus-Simulationsgames. Diese Farming-Simulation. Und dann Euro Truck oder irgendwie sowas. Die sind dann noch okay. Beziehungsweise ganz gut mittlerweile geworden. Aber das Spiel hier. Ich weiß ja nicht. Ich dachte mir so, hey, mit dem Thema und so, oh, kann man eigentlich mal machen. Kann man sich mal angucken, weil vor allen Dingen ist sie da auch so ein bisschen durch die Stadt gegangen. Da müsste ich erstmal hin, ich habe keine Ahnung wie. Gibt ja nur die eine Strecke jetzt und dann gibt es diesen Zwischenstopp Bahnhof und ich denke mal, da werde ich mal aussteigen und werde mal gucken, ob ich noch einen anderen Zug sehe. Vielleicht hält der ja dann in diesen kleineren Bahnhof. Vielleicht fährt der dann irgendwie nochmal so eine S-Bahn oder irgendwie sowas. Hat man ja öfter mal. Oder so ein regionaler Zug. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil das ist ja wirklich, das ist ja hier so ein richtiger... Ja, zum Schlafen halt und so, ne? Das ist ja so ein Fernzug halt. Kann gut möglich sein, dass ich dann dadurch durch die andere Station dann in die Stadt komme. Und von da aus kann ich dann vielleicht nach Peking fahren. Oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt erstmal diese Stadt. Und nach dieser Stadt kommt dann der kleine Bahnhof. Genau. Ja, mal schauen. Mal gucken. Vor allen Dingen auch diese komplett leere Tasse, dieser komplett leere Teller einfach bei mir auf dem Tisch. Ohne Sinn und Verstand. Hier sitzt ja noch nicht mal jemand. Irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich leer gesippelt, leer gegessen, weggegangen, hat sich irgendwo anders hingesetzt. Geisterzug, kannst du sagen, obwohl ja eigentlich Leute hier sind. Aber was ist mit deren Klamotten? Das ist total komisch irgendwie. Gleich müsste die Haltestelle kommen, glaube ich. Ich meine, gut, also würde es... In Deutschland gibt es ja auch Nachtzüge, ne? Und wenn man ein bisschen weiter ins Ausland fährt oder so, dann denke ich mal... Gut, es ist jetzt nicht das qualitativ hochwertigste hier mit den Betten und so, ne? Vor allen Dingen, wie willst du da eigentlich hochkommen, du? Klettern oder was, ne? Hochklettern. Gibt ja gar keine Leiter. Oder das ist halt wirklich nur für Gepäck da oben. Aber sieht nach einem Bett halt aus. Aber ich denke, hier kann man schon okay nächtigen. Also wenn man müde ist und man ist halt wirklich über einen Tag unterwegs, dann würde ich mich vielleicht auch in so ein Bett legen.
und einfach mal schlafen. Ich hätte nur Angst, dass man irgendwann ja halt den Bahnhof verpasst, weil man dann noch pennt und ich bin ein Ultralangschläfer. Wir steigen jetzt einfach mal hier aus. Tja, und dann bleiben wir mal in der Kälte stehen, wa? Jetzt muss ich halt gucken, wo genau ich aussteige. Steige ich? Ne, hier kann ich gar nicht aussteigen. Ich kann ja nur hier aussteigen. Während der Fahrt einfach die Tür aufmachen. Man kennt's. Moment, oder kann ich hier weg vom Bahnhof? Gibt's hier irgendwelche Treppen vielleicht oder so? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier gleich auch noch ein Zug kommt. Ja! Also ein Frachter, ne? Oder? Oder ist das ein Waggonzug? Das ist ein Waggonzug. Vielleicht muss ich mit dem ja fahren, aber wobei, der bringt mich auch, glaube ich, nur zurück, oder? Steht hier irgendwo Beschriftung? Ja, nach Beijing komme ich da. Dafür habe ich kein Ticket. Dafür habe ich leider kein Ticket. Kann ich mir hier irgendwo noch ein Ticket kaufen? Ich meine, mit dem komme ich ja nur wieder zurück. Wir können mal hier vorne gucken. Das ist überdacht. Vielleicht ist da ja irgendwas. Oder vielleicht komme ich hier vorne in die Stadt. Das muss ja rein theoretisch, muss ich ja hier irgendwie zur Stadt kommen. Es ist zwar überdacht, aber. Hier ist jetzt auch nichts weiter. Nicht mal ein Snackautomat, gar nichts. Ich könnte mich nur hier hinsetzen und chillen. Ja, ich würde gerne mit dem anderen Zug fahren. Ich habe aber kein Geld dafür und keine Karte. Und ich kann ja auch keine Karten kaufen. Das heißt, muss ich beide Karten kaufen? Aber dafür reicht das Geld doch niemals im Leben. Murat. Hallo, wie kann ich helfen? Wie kann ich die Stadt Orjol kontaktieren? Kaufen Sie eine Karte an der Abendkasse und warten Sie auf dem Weg hinter mir. Der Zug fährt ziemlich oft. An der Abendkasse. Wo ist hier denn bitte eine Abendkasse? Ach, da hinten ist was. Okay, ich laufe über die Gleise. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Hier gibt es gar keine Möglichkeiten, irgendwie hier rüber zu kommen. Es gibt hier irgendwie. Warum komme ich hier nicht rüber? Lass mich hier hoch. Ich konnte hier auch nicht aussteigen. Hier vorne ist die Abendkasse. Beziehungsweise die Kasse. Ich muss hier irgendwie rüber. Ich hoffe, mich fährt jetzt nicht irgendein Zug um oder so. Ja, aber ich habe doch kein Geld für ein Ticket. Das macht es ja nicht wirklich besser. Aber ich kann hier hoch, glaube ich, oder? Ja, guck mal. Ich kann einfach hochlaufen. Okay. Ja, mal gucken, ne, was ich jetzt mit dem Geld, was ich jetzt so über habe, machen kann. Ich habe auch nicht den blassesten Schimmer, inwieweit ich Kohle krieg. Keine Ahnung. Ich meine, hier fährt noch ein Zug ein. Mal gucken, wo lang der fährt. Und ist sogar eine Person da. Ja, kostet 1500. Ich habe einfach kein Geld dafür. Wenn ich das verkaufe, dann könnte ich mir
vielleicht eins kaufen, aber ich habe leider, ich habe mein Essen. Ich habe mir eine Pizza gekauft. Hätte ich jetzt das Ticket wieder verkaufen können, dann hätte ich wahrscheinlich fast genug sogar für ein neues Ticket. Ich könnte mir ein Ticket kaufen und eine Matoschka. Aber ich habe nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld, Leute. Wohin fährt der denn jetzt? Ja, was mache ich ohne Geld? Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt nochmal nach Beijing fahren. Und stellen Wetter diesmal. Ich hatte Thunderstorm. Warum hatte ich Blizzard oder Regen? Ich mache jetzt mal Regen. Ich mache jetzt mal Regen und wir fahren jetzt mal mit dem anderen Zug. Mit dem anderen Ticket. Konnte ich das überhaupt? Gab es hier schon eine Möglichkeit, nach Beijing zu fahren? Ich meine, ich habe jetzt, ich glaube, ich weiß, wie ich es machen muss. Nee. Wenn ich mir jetzt nichts zu fressen kaufe, dann kann ich das Ticket wieder verkaufen und habe wieder genug Geld für ein anderes Ticket. Aber ich will ja, oder ich soll ja, ein Zugticket nach Jingzhou in der Stadt finden. Wenn ich das Game jetzt mal. Wenn ich jetzt mal die. Kann ich die. Die Sprache ändern? Machen wir mal Englisch. Find the train. To Jingzhou in the City. Das ist ja genauso eine bekloppte Übersetzung im Englischen. Kann ich auch direkt auf Deutsch lassen. Tja. Ich fahre jetzt, wie gesagt, nur mal mit dem anderen Zug. Mal gucken. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie ich in die Stadt soll. Kann ich die Pizza dann in den Zug legen? Oder wie ist das jetzt zu verstehen? Ich hole mir jetzt erstmal ein Ticket. Nach Beijing. Machen wir das mal so und nehmen einfach mal den anderen Zug. Oh, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Wohin führt der jetzt?
Es ist so schnell, ich kann nicht lesen. Okay, mit dem will ich nicht fahren. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, einen anderen Zug zu bekommen? Kann ich mit dir reden? Kannst du mir einen Tipp geben, bitte? Können Sie mir einen Tipp geben? Können Sie mir einen Tipp geben, bitte? Sie sehen wichtig aus. Sang-Yong. Und Vladimir. Wie viel Uhr ist es? Wo kann ich Zugticket kaufen? Ich habe Hunger. Am Bahnhof gibt es einen Fahrkartenschalter, in dem Sie Fahrkarten kaufen können. Ah ja. Wir warten jetzt mal auf den anderen Zug. Ich habe den jetzt voll verpasst. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht irgendwie wieder erst in einer halben Stunde oder sowas. Jo, ich spiele das Spiel einfach schon über eine Stunde, Alter. Junge. Da kommt noch ein Zug. Ein grüner. Es scheint aber derselbe zu sein, wa? Ja. Also ich verstehe das Prinzip jetzt. Wir machen jetzt Last Try. Leute, Last Try. Ich weiß jetzt, wie es gemeint ist. Gehe ich mal von aus. Und zwar müssen wir, wie ich das eben gerade schon gemacht hatte, einmal zu diesem kleinen Bahnhof fahren und von dem aus müssen wir das Ticket wieder verkaufen und für 1500, das reicht ja dann vom Geld her, weil wir dann wieder 1500 haben, kann ich dann das andere Ticket kaufen. Ihr habt ja gesehen, der andere Zug war ja da vorhanden und ich glaube hier ja irgendwie nicht, irgendwie. Jetzt haben wir Thunderstorm. Jetzt haben wir Gewitter, okay. Warum hatten wir es denn vorhin nicht? Vorhin hatte ich doch auch Gewitter eingestellt. Oder etwa nicht. Oder hat er Blizzard übernommen? Weil ich glaube, von hier aus fahren nur dieselben Züge ab. So wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also werden wir uns nichts zu snacken holen. Werden jetzt nochmal bei Gewitter nochmal Zug fahren. Das ist auch ziemlich entspannend. Mal schnell ein Ticket kaufen. Ah, Gewitter, irgendwie, keine Ahnung. Ich vermisse Gewitter. Ich würde bei uns auch mal wieder voll gerne so im Sommer Regen und Gewitter haben. Irgendwie, das ist irgendwie. Ist selten, aber irgendwie cool.
Dann holen wir uns schnell ein Ticket. Und haben dann noch 1000. Wenn wir das verkaufen, haben wir wieder 1500. Und so werden wir vermutlich an Geld kommen. Und können uns dementsprechend das dann leisten, nach Beijing zu kommen. Und von da aus vielleicht nach Peking. Oder vielleicht ist das ja... Alter, die Blitze. Das sieht cool aus. Probieren wir es jetzt einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn die Sättigung gleich null ist. Ob ich dann verhungere, keine Ahnung. Aber anders wüsste ich jetzt nicht, wie man es machen könnte. Junge, der soll mal stehen bleiben. Bleib stehen, Zug. Es gewittert, ich habe Angst. Mal gucken, ob wir so ans Ziel kommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel dann so in den Kakao gezogen wird. Okay. Die Gewittersounds sind nicht mehr so laut. Das ist ganz gut gemacht, aber... Ja, es ist so ein... Dreck gezogen wird teilweise, ist ein bisschen schade. Die ist die einzige, die Klamotten anhat, die heile sind. Die anderen haben irgendwie so komische Klamotten, die irgendwie... Ich weiß auch nicht. Reden wir nicht drüber. So, also machen wir es noch einmal. Also die Gardine oder sowas kann ich auch nicht zuziehen oder so, ne? Naja, dann fahren wir also nochmal dahin und dann gucken wir mal, ob wir, wenn ich denn mit dem Ticket verkaufe, haben wir ja genug Geld und dann müsste ich auch eigentlich in den anderen Zug kommen. Schauen wir mal. Warum hat denn der Regen jetzt aufgehört? Jetzt will ich losfahren, ein bisschen das Wetter genießen, den Regen, das Donnern, die paar Blitze da und dann hört es auch einfach auf zu regnen. Ja, super. Na super. Totenstille. Oh, bin ich müde.
frage mich auch, wie kommt man auf die Idee mit diesem chinesischen spezifischen, ja, weiß ich nicht, wie kommt man da drauf? Und vor allem als Russe, so. Ich hätte voll gern wieder Gewitter. Ist einfach weg, einfach verschwunden. Ach, es fängt zu regnen. Du hast gehungert. Da brauche ich jetzt ernsthaft doch was zu essen. Nicht, dass der mir hier gleich abnippelt. Du hast gehungert. Ich habe gehungert oder ich hungere immer noch? Weil ich kann mir das Ticket sonst nicht leisten. Scheiß mal auf das Essen. Ich kann aber sonst nicht hier. Ja. Ticket verkaufen, das andere Ticket kaufen. Habe ich nicht mehr genug Geld dafür. Ich denke, wir sollten bald wieder da sein. Jetzt sind wir ja an dieser einen Stadt vorbei. Mich ja mal gespannt. Ich hoffe, der verreckt mir jetzt hier nicht. Ob wir dann mit dem anderen Zug fahren können. Ich glaube nicht, dass der hier verhungern kann. Ach, die Dame. Oh, bitte. Ich verstehe generell nicht, was sind mit diesen Player-Models los? Was hat der Entwickler sich dabei gedacht?
Dieses Spiel ist einfach so trist. Ohne Emotion. So leer. Wir sind endlich da. So, jetzt kann ich raus. Genau. Jetzt kann ich mir das eine Ticket verkaufen und mir ein neues Ticket kaufen. Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist. Aber, ja, keine Ahnung. Ist schon ein bisschen komisch irgendwie, dass, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich werde das Spiel danach auch direkt wieder löschen. Ich wollte es aber mal austesten, weil ich so, ja, man kann so ein bisschen durch China mit dem Zug reisen, so. Die Idee als solches ist schon ganz cool und verrückt irgendwie, aber die Umsetzung ist dann eher mehr schlecht irgendwie. So, also verkaufen wir jetzt unser Ticket. Genau, und dann kann ich mir das andere Ticket kaufen. So. Jetzt bin ich blank. Hab Hunger. Aber ich kann jetzt mit dem anderen Zug fahren. Der vielleicht nur von hier aus abfährt. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Fahren jetzt mal mit dem anderen und ich hoffe mal nicht, dass wir wieder zurück zum Bahnhof kommen, wo wir eben gerade gewesen sind. Denn das wäre ein ziemlicher Reinfall dann. Was sind das eigentlich hier für Zeitschriften? Glamour kenne ich. Irgendwas Russisches, Story. Guck mal, da unten haben wir Mangas. Oder so Kinderzeitschriften. Computerbild, Alter. Ja. Interessant. Ist halt so ein typischer Zeitschriften- und Ticket-Store. Die, guck mal, die steht hier wirklich, da drin ist nichts. Ach, guck mal, der kommt von da. Muss ich mich ein bisschen beeilen, dass ich den jetzt noch bekomme. Das heißt, wir werden mal ganz schnell rüberlaufen. Schade, dass ich nicht hier hoch springen kann. Den müssen wir jetzt bekommen, den Zug. Den müssen wir jetzt bekommen. Mal gucken, ob der sich ein bisschen abhebt vom anderen. So, lass mich rein, bitte. Lass mich rein. Ticket habe ich. Ich kann rein. Saugeil. Dann reisen wir mal in die andere Stadt. Und hier sitzen wieder die genau dieselben Gestalten. Wie vom letzten Mal. Genau dieselben Gestalten. Klamotten. Einfach kaputt. Die Dame, die einfach jetzt vor mir sitzt. Alter. Ach ja. Schön ist das. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hinfahren.
Ob es überhaupt einen Unterschied macht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich gehungert habe. Ich finde das aber irgendwie in die andere Richtung zu fahren, irgendwie ein bisschen amüsanter als jetzt hier in die. Diese Dame, die ständig neben mir sitzt und mir Gesellschaft leistet. Mal gucken, wo uns die Reise jetzt hin verschlägt. Schon äußerst billig gemacht, das Spiel. Boah, jetzt kriegt der Müdigkeit aber komplett. Nun gut, dass ich hier nichts machen muss und nur Zug fahren muss. Ich kann mich hier direkt dazulegen zu den Leuten da. Ist doch voll random, dieses Coupe. Oder fährt da irgendein anderer Zug neben uns auf der anderen Seite? Oh, ich sehe was. Okay. Das ist dieselbe Stadt, die wir sonst auch immer gesehen haben. Wir fahren ja jetzt gerade woanders hin. Mit einem anderen Ticket. Wenn wir jetzt nochmal zurück nach Liusu fahren und danach nach Beijing. Dann flippe ich komplett aus. Aber das kann ja nicht sein. Weil beim letzten Mal sind wir auch komplett immer rumgefahren und. Und waren dann wieder bei Liu. Liu Xing? Nee, Liu Zhu? Ich glaube, wir nehmen einfach nur ein anderes Gleis. Das kann ich mir vorstellen. Dass sie wir gleich ausweichen. Mal gucken. Mal gucken. Alter. So, wenn ich jetzt die ganze Zeit nebenbei auf dem Handy starre und gucke. Aber hier passiert halt nichts. So, ich sitze halt neben so einer komischen Ollen, die irgendwie komische Klamotten anhat. Und fahr durch ein. Keine Ahnung. Fahr durch ein Brachland.
Also wirklich schön detailreich und so ist das hier jetzt nicht. Copy und Paste. Ja, gut, das ist im echten Leben halt auch oft so, dass die Landschaft nicht wirklich so geil und schön ist. Aber ich würde gerne mal in diese größere Stadt, weil ich habe gesehen, da gab es irgendwie noch was. Ich kann mich natürlich auch komplett irren und keine Ahnung. Aber irgendwann, ich will ja nochmal was anderes vom Spiel sehen und vielleicht gibt es ja noch was zu begutachten. Oh Junge. Dieses Geräusch immer. Wo sind wir denn jetzt hier? Sieht ein bisschen anders aus, ne? Ich glaube, wir sind woanders. Oder? Oder sind wir schon wieder? Du bist schon wieder hier, wo ich nicht sein möchte. Die werden wir ja gleich sehen. Okay, das Gebäude da hinten kenne ich aber noch nicht. Ich glaube, wir sind woanders, Leute. Oder? Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Nee, ich glaube, hier waren wir echt noch nicht. Eben mal aufstehen. Mal gucken. Ja, nee, hier waren wir noch nicht. Will ich hier zwischenstoppen? Letzten Endes ist hier ja nichts, ne? Oder soll das, Wisst ihr, was ich vermute? Wisst ihr, was ich vermute? Ich glaube, das sollen diese großen Städte sein. Wobei ich finde, also das, gut, es sind Bahnhöfe. Und, aber ich, für mich sieht es halt auch so aus, als wenn wir, wobei, es könnte Beijing sein. Wobei, ich habe nirgendwo, ein Schild gesehen. Alter, ist der gruselig. Ich habe hier nirgendwo ein Bahnhofsschild gesehen. Was steht denn da? Beijing. Ja, doch. Okay, also wir scheinen wohl doch da zu sein. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass so drumherum nichts ist. Gar nichts. Du kannst nichts betreten, du kannst halt nur blöd gucken und kannst halt weiterfahren. Und das war's letzten Endes. Du kannst halt, ja, Zug fahren halt, ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn wir so weiterfahren, ob wir woanders ankommen. Oder ob wir jetzt wieder zurück zu diesem kleinen Bahnhof fahren. Ich bleib jetzt einfach mal an der Tür stehen. Und es schneit. Ob man dieses Gebäude hätte gehen können, keine Ahnung. Werden wir wohl nie herausfinden.
Aber ja, das ist wohl dann diese große Stadt hier. Ich bezweifle auch, dass man zu den Gebäuden gehen kann. Doch höchstwahrscheinlich schon, aber da wird auch nichts sein. Ist halt nur, damit die Welt ein bisschen voller ausschaut. Oh, schade, ne? Bisschen schade. Es ist halt wirklich. Tja, also es wird sich wirklich hier nur um dieses, um diesen Zug, ne? Es ist ja auch ein Train-Simulator, natürlich simuliert es halt das Zugfahren, ne? Aber dann hätte ich finden, hätten sie mal ein bisschen mehr im Zug selber an Möglichkeiten, was man da so machen kann. Außer mit den Leuten reden und, weiß nicht, irgendwie mehr Interaktion oder generell mehr Möglichkeiten hat, wenn man sich schon die ganze Zeit im Zug ist. Finde ich, hätte man das machen können, wenn man schon ja die Welt minimalistisch lässt. Aber naja, es ist einer von vielen Simulationen, Zugsimulationen, die halt einfach nicht gut sind. Es ist halt wirklich echt ein beschissenes Game. Kannst du nicht anders sagen. Ja, gut, also wir werden jetzt nochmal gucken, wo wir jetzt, wo die, was für die nächste Station ist, wo wir hinkommen. Die werden wir uns noch angucken. Und, tja, wenn wir dann, sag ich mal, ankommen, wo wir schon gewesen, ja, super. Wenn wir ankommen, wo wir schon waren, wollte ich gerade sagen, dann wissen wir ja Bescheid. Und jetzt habe ich den Zug auch verpasst. Super, toll. Bin ich rausgeflogen, weil ich zu nah an der Tür stand. Ich hab mich gar nicht bewegt. Na super. Ja, wirklich weit sind wir aber noch nicht gefahren. Naja. Tja. Ich habe tatsächlich das, das Zugticket gefunden, aber ich werde. Ich weiß nicht, inwieweit man das Spiel durchspielen kann. Keine Ahnung. Was weiß ich, es ist auf jeden Fall kein gutes Game gewesen. Ich habe das jetzt fast 2 Stunden gespielt und mir reicht's. Ich bin komplett fertig. Also ich danke fürs Zusehen im Stream oder im Video, was auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ne? Ich muss jetzt erstmal abschalten.